Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Community hat gefragt. Heute haben wir eine Frage von der lieben Britta Pieper. Was wünschst du dir von deinen Freunden und deiner Familie? Können sie dir irgendwas helfen? Wenn ja, wie? Also wenn man schizophren ist und gerade in einem Schub ist, so war es bei mir jedenfalls. Jedes Mal, wenn ich in einem Ehrenschub war, war ich davon abgeneigt, Hilfe von anderen anzunehmen. Und habe die was mir helfen wollten, eher weggestoßen und negativ agiert mit ihnen. Das muss man mal selber begreifen, dass das die Leute da helfen wollen. Das ist schwierig. Also mir und meine Familie und Freunde haben auf jeden Fall geholfen. Ja, gut zureden ist auch nicht immer gut. Das kann sehr nervig sein für den Psychotischen. Oder wenn man immer wieder Themen raufholt aus der Vergangenheit, was passiert ist im Schub. Es ist gut, wenn man es aufarbeitet, aber es kann auch extrem störend sein. Ja, also ich würde sagen, naja, helfen ist schwer. Man braucht einen guten Psychiater, man braucht eine gute Therapeutin. Die Familie sollte einfach eher verständnisvoll sein, aber auch nicht die Psychose bestärken. Das ist ganz schlecht. Wenn der Patient, der Schizophrene, so weit ist, dass er sich öffnet und über die Themen reden kann, dann ist es immer gut, wenn wer zuhört und ihn zum Beispiel, wenn er irgendeinen Blödsinn sagt, wie zum Beispiel, siehst du das auch, oder irgendeinen abstrakten Gedankengang hegt, dass man ihn vielleicht sagt, wie die Realität wirklich ist, was der Wirklichkeit ist, weil als Psychotischer kann man das nicht einschätzen. Für einen klingt das alles, was man in seinen Kopf hört, logisch und macht einen Sinn. Manchmal glaubt man sogar, dass man übermenschliche Kräfte hört oder Gott hört oder sonstiges. Es gibt ja ganz verschiedene Sachen bei der Schizophrenie. Aber ja, helfen, ja und nein, würde ich sagen. Aber ja, gibt es Jahreszeiten, bestimmte Monate, in denen es für dich schwieriger ist. Ja, die gibt es meistens im Winter. Im Sommer hat man Energie, freut sich, aber im Winter kommt zu der Schizophrenie und der Depression, die oft mit einer Schizophrenie hergeht, noch das Winterdown. Und ich habe in diesem Winter, ich habe Antidepressiva gebraucht, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht wirklich ausgehalten. Ich bin die ganze Zeit nur so da gehängt. Und war sehr unglücklich, bin ich teilweise immer noch, aber es wird besser, es geht bergauf. Ich glaube, in einem Video habe ich eh schon mal angesprochen, was alles hilft bei einer Schizophrenie. Das werde ich vielleicht auch unten verlinken in der Subscription Box, wenn ich es finde. Okay, dann geht's gleich weiter. Wie oft gehst du zur Therapie? Ich gehe 3-wöchentlich zu meiner Psychiaterin, da kriege ich ein Depot. Und dann alle 1 bis 2 Wochen gehe ich einmal für 50 Minuten, ist das im Normalfall, zu meiner Therapeutin. Ich wünsche dir alles Gute und weiterhin viel Kraft. Namaste, danke, wünsche ich dir auch. Ich hoffe, ich habe dir helfen können. Und ja, falls du Fragen hast, frage einfach. Ich versuche es so gut wie möglich zu beantworten und Peace out.